Einen schönen Mittag wünsche ich allen U10, U12ern von der Judo-Schule und allen Gästen, die jetzt vielleicht auch dabei sind und zugucken. Vor allem eine gute Nachricht. Ab nächste Woche dürfen wir wieder hier in der Judo-Schule trainieren. Ja. Die schlechte Nachricht ist, wir dürfen aber uns nicht anfassen. Das heißt, wir müssen noch kontaktlos trainieren. Sagt es allen euren Freunden auch, die hier sind. Ich hab einen Newsletter verschickt. Es steht auf unserer Homepage, wann wer Training hat. Schaut euch das bitte alle an. Und ansonsten zum heutigen Training braucht ihr eure Wurfpuppe, eure Matte und ihr könnt gleich den Gürtel wegmachen von eurer Wurfpuppe, weil wir machen uns heute mit Gürtel warm. Und ja, holt mal das ganze Zeug, was ihr braucht, falls ihr nicht habt. Ich warte noch kurz ein, zwei Minuten. Wenn jetzt Anfänger dabei sind oder welche aus dem Rang laufen, die mit zugucken, dann, falls ihr keinen Gürtel habt, reicht euch auch ein ganz normales Seil. Das heißt, die Übungen, die wir machen, die gehen eigentlich auch mit einem Seil. Okay, ich warte noch kurz, dann legen wir auch schon los. Wir machen, da weil wir letzte Woche aufgehört haben, beziehungsweise wir wiederholen das, was wir letzte Woche gemacht haben. Das war für die U10 am Stand sicher was Schwieriges, ja, mit der Kombination Osurugari-Haragoshi. Ja. Wir haben es hauptsächlich auf unsere normale Seite, nicht auf die Schlangenseite geworfen, sondern auf die normalen Seite geworfen. Das wiederholen wir heute nochmal. Und dann machen wir heute Haragoshi auf die Schlangenseite. Da. Das wird heute unser Thema sein. So, so langsam müsst ihr alles haben. Habt ihr einen Gürtel abgebunden? So, mit dem Gürtel kann man nicht ganz schön viele schöne Sachen machen. Okay, das erste Ding, was wir machen, wir machen uns mal ganz locker warm, so anstrengend ist das nicht. Ihr nehmt den Gürtel ganz außen und geht nach hinten runter und geht nach vorne rüber. Hinten runter, vorne rüber. Hinten runter, vorne rüber. Genau. Ist das für unsere Schulter? Da knackt meine alte Schulter. Ich muss das ein bisschen besser flutschen als bei mir. Oh Gott. Ja. Yeah. So, jetzt halbieren wir den Gürtel nochmal. Und ihr nehmt ihn dann außen. Ich hoffe, ich bekomme das hin. So. Ab jetzt. Okay, nehmen wir ihn hoch. Dann gehen wir hinter den Kopf runter, über den Arm, hinter den Kopf, so runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Ja? Hier, wir machen einen richtigen Kreis um den Rücken rum. Sieht kompliziert aus, ja? Zeig es mal von der Seite. Hier Ellbogen durchstecken, ja? Über den Kopf drüber. Dann Seite unten so und jetzt hinten wieder hoch, üben Ellbogen drüber und so. Oh, die zweite Aufgabe, schon so schwer, gell? Mann, kompliziertes Ding. So, hinten runter, hinten hoch und drüber. Denkt jemand dran? Ihr könnt das euch ein paar Mal angucken. Ja, könnt ihr das ein bisschen üben, ist gut für die Beweglichkeit der Schulter. Ja, noch einmal. Zack. Und zack. Einen richtigen Kreis machen. So, und jetzt zur anderen Seite. Das heißt, geht es jetzt hier runter. Ja, ich stecke jetzt den Ellbogen hier durch. Hinten runter. Hinten hoch, Ellbogen wieder durch. Jetzt den Ellbogen durch, hinten runter, hoch, Ellbogen durch. Ellbogen durch, runter. Dreh mich wieder um, dann seht ihr, was hinten passiert. So, hinten runter, hinten hoch und durch. Runter,
hinten hoch und durch. Ja? Machen wir auch im Training nochmal. Okay? Dann könnt ihr das, wenn ihr ein bisschen wirklich in der Schulter hilft euch ein bisschen. So, nächstes Ding. Jetzt müsst ihr schauen, schaut mal die Decke hoch. Wenn da eine Lampe hängt, müsst ihr ein bisschen auf die Seite gehen. Also ein bisschen weggehen, dreht euren Computer, denn wir starten mit Seilspringen. Ja? Ihr nehmt den Gürtel, wenn wir so draufstehen, soll so ungefähr unter eurer Achselhöhle sein, der Gürtel. Da könnt ihr am Ende nehmen und wir springen zuerst vorwärts. Wir laufen zuerst durch. Da wir noch auf einige U10er haben, die U12er, die können da schon ein bisschen schneller machen. Die U10er nochmal. Hopp, hopp. Wir mit einem Fuß durch und dann das andere herziehen. Gut, jetzt gehen wir mit dem anderen Bein zuerst durch. Das heißt, jetzt bin ich gerade mit links durch, jetzt gehen wir mit rechts durch. Ups. So, und jetzt wechseln wir zweimal links, zweimal rechts durch. Ja? Also. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts. Ups. Rechts, rechts. Links. Jawohl, super. Okay. So, jetzt gehen wir ein bisschen auf die Zeit. Jetzt macht ihr links, rechts, links, rechts. Wir üben das zuerst. Und dann machen wir das eine Minute. Also aufpassen. Links, auf dem linken Fuß stehen bleiben. Dann kommt das Seil nach vorne. Rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Könnt ihr ein bisschen üben? Stellt die Zeit ein. Eine Minute. So, seid ihr bereit? Eine Minute. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und die Zeit läuft. Los geht's. Wer von euch kann natürlich schnell. Die U12er könnt ihr es ruhig schneller. Ja, die U10er könnt ihr es noch langsam machen. Seid langsam, dass ihr es genau seht. Ihr könnt es auch schneller machen. Ups. Ups. Es geht im Springseil natürlich besser als im Gürtel. Aber wir haben ja nicht alle ein Springseil daheim. Gut. Und stopp. So, nächste Aufgabe. Gürtel wieder binden. Nicht binden, sondern zusammenlegen so. Wir legen uns vor uns hin. Ah ne, wir halten uns hoch. So. Ganz am Ende. Entschuldigung. Ganz am Ende so. Und jetzt drehen wir den mit der Hand. Wir können mal kurz ein bisschen mithelfen am Anfang. Dann müsst ihr mit der Hand zu einer Rolle drehen. So, zu einer Rolle drehen. Handgelenk immer nach vorne abbeugen. Und den dann holen. Einhändig zu einer Rolle. Wir müssen am Anfang ein bisschen weiter einrollen. Und dann funktioniert das. Die Hand aber, der Arm, schön nach vorne strecken.
Ja? Zum Einrollen. Oh, gespannt schon im Handgelenk bei mir. Ja, seht ihr das? Das hat eine Rolle, wie eine Schnecke hier. Dient ein bisschen dazu, dass ihr lernt, dass euer Handgelenk stärker wird und eure Finger beweglicher, wenn ihr den Griffkampf macht. Okay? Oh, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Oh, ganz schön anstrengend. Wenn ihr die Hälfte habt vom Gürtel, wechselt ihr die Hand. Ja? Dann wieder die andere Hand. Wenn du oben hast. Nach vorne rollen. Ja, das Ende muss hinten runter. Ah, habe ich gar nicht gesagt. Ja, das Ende muss hinten runter. So hochrollen. Bis er ganz oben ist. Oh. Oh, nehmen wir den Arm strecken, ja? Oh, ich habe es gleich geschafft. Uff. Weiter. Ja. Okay, seid auch da, langsam. Komm, das schafft ihr, nicht aufgeben. Wieso? Bis ihr eine Schnecke habt. Ja. Denkt dran, das Ende hängt nach hinten runter. Ja. So nach hinten runter zum Arm hin ist das Ende. Nicht andersrum. Das machen wir nachher andersrum. So, gut. Das wollen wir erreichen. Wir nehmen das Seil wieder außen, euren Gürtel wieder außen. Und jetzt springen wir in beiden Beinen mit Zwischenhüpfer durch. Eine Minute lang. Das muss ich, glaube ich, nicht zeigen. Das soll ihr alle hinbekommen. Und los. Zeit läuft. Hopp, 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 hopp. Ah, immer ein Zwischenhüpfer dazu. Eine Minute durchhalten. Ups. Ups. Letzte Sekunden laufen. 5 Sekunden noch. Gut, und stopp. Ist anstrengend. So, jetzt mit beiden Beinen durch, ohne Zwischenhüpfer. Ja, die U12er, auf jeden Fall ohne Zwischenhüpfer. Die U10er können einen einbauen, wenn sie nicht schaffen. Ja. Wir bleiben bei der Minute, okay? Fertig. Und Zeit läuft. Ohne Zwischenhüpfer. Wer kann so schnell machen. Ansonsten könnt ihr es auch langsam machen. Nur stehen bleiben. Ups. Ja. Zeit. Noch 10 Sekunden. Durchhalten. Gut. Jetzt drehen wir wieder den Gürtel. Und zwar in die andere Richtung. Das heißt,
Das Ende hängt vorne runter. So. Und ihr müsst den so hoch drehen. Einfach ist immer ein bisschen schwer. Und jetzt geht's los. Ihr müsst euch zu euch hochdrehen. Arm gestreckt lassen, nicht so machen. Den Arm schon gestreckt. Bis zur Hälfte. Und dann wechseln wir die Hand. Boah. Spannt jetzt schon. Ich glaube, ich habe die Hälfte. Dann machen wir zusammen. Nach vorne runterhängen. Ja, nach vorne runterhängen. Und jetzt hier hoch. Ah, rechts ist beweglicher bei mir. Seht ihr das? Rechts ist beweglicher. Kann ich es besser machen. Sieh, wenn ich hier im Revers zack anreise. Ja. So hole ich meine Handgelenk immer zu mir her. Schwierige Übung, ja. Könnt ihr aber daheim die nächsten Tage wieder üben. Ich meine es auch nächste Woche sicher im Training oder übernächste Woche. Aber das müsst ihr sicher nochmal machen. Also ihr könnt üben. Oh, spannt mein Arm. Ich hoffe, eure auch. Oh, sonst bin ich zu schwach für euch. Oh. Ja, ich hab's. Gut, ich gebe noch ein bisschen Zeit. So, gut. Dann nehmen wir den Gürtel doppelt. Das heißt, wir legen die Enden so aufeinander und halten es dann fest. Gürtel könnt ihr nach hinten tun. Und jetzt springen wir durch unseren Gürtel durch und holen den Gürtel dann hinten hoch. Also, hopp. Und jetzt hinten hoch. Ja. Und wenn ihr hinten hoch holt, könnt ihr das gleich mit Schwung machen. Hopp. 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 Okay, 30 Sekunden lang. Achtung, stellt die Uhr ein. Und los geht's. 30 Sekunden. Also mit Schwung nach vorne. Beiden Beinen durch. Letzten 10 Sekunden. Kommt noch 3 Sprünge, mindestens. Und stopp. Gut. Nächste Aufgabe. Wir falten den nochmal. So. Jetzt gehen wir ganz sauber aufeinander. So fällt es hier am besten an. Und jetzt steigen wir mit einem Bein durch, mit anderen Bein durch und hinten hoch. Mit einem Bein durch, anderen Bein durch und hinten hoch. Und wenn ihr es seht, wenn ich hinten hoch gehe, gehe ich einmal über die linke und einmal über die rechte Schulter drüber. Ich zeige es mal rückwärts. Ein Bein durch, zwei Bein durch. Hopp. Ein Bein durch, zwei Bein durch. Hopp. Okay, die Übung haben wir, was ich eben vorher schon gemacht. Beweglich in der Schulter werden. Also, ein Bein durch, zwei Bein durch. Ellbogen durchstecken. Und hopp, über die Schulter rüber, zweiter Ellbogen durch. Okay, die Übung ist koordinativ ein bisschen schwieriger. Daher machen wir es eine Minute. Und los geht's. Ein Bein durch, zwei Bein durch, hinten hoch, Ellbogen durch, ein Bein durch, zwei Bein durch. Jetzt geht der andere Ellbogen selbst durch. Und jetzt rechts. Ja? Und dann geht der Gürtel die linke Schulter nach vorne. Okay?
Gut. Sehr gut. So, jetzt noch eine schwierige Übung zum Schluss. Wir machen dieselbe nochmal, nur ein bisschen schwieriger. Einige von euch ahnen wahrscheinlich schon, was ich meine. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt hin und ich blamier mich jetzt nicht. Wir springen jetzt mit beiden Beinen hier durch. Und dann geht es hinten hoch. Ja, mit beiden Beinen durch und hinten hoch. Gehört ein bisschen Mut dazu, ist eine Mutprobe. Ja, hier durchzuspringen. Okay, mach die Zeit an. 30 Sekunden. Los geht's. Und noch 15. Und stopp. Machen wir nochmal was. So. Ach komm, so ein bisschen schwieriger. Noch mutiger müsste jetzt sein. Okay. Wir springen vorwärts durch. Und rückwärts wieder zurück. Vielleicht legt eure Matte oder Decke hinter euch, falls euch selber die Beine wegzieht, ja? Also vorwärts durch, zeig's mal so. Und rückwärts zurück. Okay, 30 Sekunden. Und los, probieren, mutig sein. Ja, macht eure Matratze hinter euch, dass, falls euch hinhaut, dass ihr weich landet. Vorwärts durch. Rückwärts zurück. Und stopp. Gut. So, können wir mal kurz was trinken? Schau schnell auf die Uhr. Wir haben ein dickes Programm. Oh, das reicht schon. Dann warm machen, kurz was trinken. Dann könnt ihr eure Wurfpuppe den Gürtel anziehen. Gut festbinden, ja? Denkt dran, wenn ihr den Anzug zumacht, immer die Marke muss vorne sein. Da, wo die Marke ist, das muss vorne sein. Wer auf beide Seiten eine Marke hat oder keine Marke hat, auf keiner Seite links über rechts. Vom Partner aus gesehen. Ja, nicht von mir, sondern vom Uke aus gesehen. Ja, Gürtel rum. Festbinden. Ja, müsst ihr richtig fest zumachen. Dann rutscht nicht so der Kittel raus. Der Gürtel rutscht auch nicht runter. Festbinden. Ja. Oh, Fallen, hä? So ein Fallen noch? Fallen machen wir heute nach dem Werfen. Machen wir jetzt Fallen. So, unsere nächste Aufgabe. Ihr kennt es schon. Wir machen unsere 6 Hauptwürfe. Ja? Aus dem ersten Stockgriff, aus dem zweiten Stockgriff, hier im Revier und aus dem dritten Stockgriff. Also wie ein Haus mit 3 Stockwerken, so müsst ihr zufassen. Okay, wir fangen an mit Ogoshi und Schlangen-Ogoshi. Ich zeige es immer wieder vor. Ich weiß, für manche von euch ist es langweilig, aber wir haben auch ein paar Gelb-Weiß-Gürtel dabei, für die ist neu. Vielleicht auch ein paar Gäste, die kennen das gar nicht. Deshalb zeige ich es immer mal ganz kurz von Anfang. Also normaler Ogoshi, Partner auf die Zehenspitze stellen, umarmen und den Rücken rum. Wir können auch gleich so fassen, hochziehen.
Zwei Schritte, jetzt drehe ich mich. Zwei Schritte, da wo ich im Arm gefasst habe. Eins, zwei. Tief unten sein, rauskatapultieren, Zug im Arm, Druck hinten und werfen. Der Kopf schaut dann nach hinten, dass ihr noch ein Turbo zulegen könnt, indem ihr euch noch dreht. Dann, wir nennen es immer die Schlange deshalb, wenn der Partner hier mit dem Revers gefasst hat, dann könnt ihr mit eurem Arm hier so rumschlängeln und ihr haltet diesmal das Revers fest und macht den Ogoshi zur anderen Seite. Eins, zwei, tief gehen, hoch, rum. Abwechselnd, Ogoshi, Schlangen-Ogoshi. Seid ihr bereit? Fertig. Und eine Minute. Die Ogoshi-Runde. Los geht's. Rechts und links abwechselnd. Ich zeige es immer langsam vor. Die Profis unter euch, die können das ja schon oder sollen das eigentlich schon schneller machen, ohne groß drüber nachzudenken. Ich zeige es von der Seite. Fassen gleich hinten. Anreißen auf die Zehenspitze stellen. Eindrehen. Rum. Normaler Ogoshi. Schlangen Ogoshi. Greift euch genauso zu. Hier im Revers. Jetzt lasst den Arm los, geh unten durch, Drehung. Und mit normaler Ogoshi. Zeig's von vorne und hinten. Und ihr könnt ihn richtig hinfetzen. Ja? Der jammert nicht, der heult nicht, der kann super fallen. Dem braucht er nichts zur Rücksicht nehmen. Hochziehen, ja, immer auf Zehenspitzen hochziehen. Drehen. Und Stopp. So, wir gehen zum zweiten Stock. Zweiter Stock, Ärmel revers. Wir haben die Würfe Morotesionage und Iponseonage. Morotesionage, ich reiße den Partner so hoch. Jetzt drehe ich hier am Revers, wie wenn ich einen Schraubenzieher, mit einem Schraubenzieher eine Schraube in die Decke drehe. So drehe ich hier rein. Dann geht mein Ellbogen hier und die Achsel. Ja. Gleichzeitig zwei Schritte tief und dann Wurf. Zehenspitzen, tief. Und jetzt hier raus katapultieren, Zug und Wurf. Die Schlange dazu. Revers festhalten. Ich gehe hier unten durch. Ich lasse den Arm los. Gehe unter meinem Arm durch. Klemme seinen Arm hier unten ein. In meine Armbeuge ist das hier. Da klemme ich den ein. Mache meine zwei Schritte. Und werfen dann Iponseonage. Morote und Iponseonage. Die Würfe aus dem zweiten Stock. Eine Minute, los geht's. Zeig's von der Seite vor immer. Hopp. Die Schlange. Wenn ich mal, dass ihr seht. Besser. So. Dann wieder. Eins, zwei. Tief runter. Raus katapultieren. Körper drehen. Zug am Revers. Zug am Arm. Bam. Die Ponzionage. Wenn zwei meist gemacht ist, ein Würfel werden über. Die müssen klappen. Und Stopp. Kummel kurz richten. Dann kommen wir in den dritten Stock. Ja. Dritter Stock heißt, ich fasse oben drüber und ihr müsst in den Rücken auf den Judoanzug fassen. Nicht hier, wenn es ein Kopf ist, den Kopf so einspannen. Das dürft ihr nicht. Einfassen im Judoanzug, könnt ihr auch besser fassen, besser hochziehen. Ja? Hier der normale Koshi-Guru-Meister. Zack, hoch. Eindrehen, tief hoch. Lassen. Koshi-Guru-Meister zur anderen Seite, die Hand hier oben gefasst, da geht ins Revers. Die Hand, die im Arm war, geht oben hin. Hoch. Eins, zwei, tief. Und lassen.
Und los geht's! So, jetzt den normalen Koshikuma anreißen mit auf Zehenspitzen. Hopp, tief rein. Wuff. Leer. Oben auf den Rücken. Anreißen. Zwei Schritte tief gehen hoch. Armen oben. Anreißen. Zwei Schritte tief gehen. Wuff. Leer. Anreißen. Zwei Schritte tief gehen. Wuff. Gut. Und stopp. Gut, wieder richten den Pumper. So, den haben wir in Osotogari gemacht als Fußwurf. Haben wir schon die ganze Zeit. Haben wir auch vor dieser Corona-Zeit haben wir den auch angefangen. Da haben wir den nochmal zu unserer Lieblingsseite gemacht. Das heißt, da wo ich im Arm fasse, bin ich nach vorne gesprungen. Habe ihm dann so nach hinten das Gleichgewicht gebrochen mit meinem Arm hier. Zack, zack, zack. Erinnert euch nochmal dran. Fährt er hoch und dann so leicht gegen den Kopf und nach hinten, dass er in diese Position kommt. Ja. Hopp. Zweites Bein der Schwung holen und dann hier das Bein, das hier neben dem steht. Ja. Wade gegen Wade. Weghauen. Okay, Seite nochmal, hopp, hopp, von hinten, hopp, gleich nicht weichern, der Seite, hopp, ihr seht, er macht fast einen halben Salto, ich kann ganz durchziehen. Schon ein gewaltiger, guter Wurf, aber da ist ein Wurf, wo beide eine Chance haben zu werfen. Deshalb muss man den schon richtig, richtig gut können, bevor man bei einem Wettkampf den macht. Und los geht's! Osotogari! Eine Minute lang. Ich zeige es mal von allen Seiten vor. Da habe ich im Arm gefasst, habe Schritt nach vorne, hat nach hinten ins Gleichgewicht brechen, vielleicht gehen den Kopf zu mir rüberziehen. Bam. Ja, Kontakt hier, Schulter, Schulter, Kontakt. Nicht so da stehen. Hopp. Fünfzehn Sekunden. Gut. Und stopp. Soll ich mal die Puppe anziehen? Ja. Das ist aber auch bei normalen Training auch so, dass ihr oft Gürtel verliert. Und dann müsst ihr auch euren Gürtel binden. So ist auch hier mit der Puppe. Die verliert auch ihren Gürtel. So, jetzt dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Noch einmal. Wir haben letzte Woche den Osotogari gemacht. Und dann hat sich der Partner gewehrt. Was hat er nochmal gemacht? Er hat versucht, den auch zu machen, hat sich nach vorne gelegt. Was haben wir dann gemacht? Wir haben ein oder zwei Sprünge gemacht und haben ihn dann mit einem neuen Wurf, mit einem Haraigoshi geworfen. Das ist ein, glaube ich, Orange-Wurf oder Orange-Grün, weiß nicht ganz genau. Ich glaube, Orange ist. Haben ihn mit einem Haraigoshi geworfen. Ja, Vorteil für diesen Haraigoshi ist,
Der kann nicht drüber steigen, weil ihr Bein hinten hochschwingt. Also, ich zeig mal diesen Haraigoshi normal. Wir können dann aus allen vier Griffs, aus allen drei Griffvarianten machen. Ogoshi-Griff. Ihr dreht ein wie Ogoshi. So, jetzt hat der Partner die Möglichkeit, hier vorbeizulaufen und sie vor mich hinzustellen. Und das vermeide ich, indem ich mein Bein hier außen hochschwinge, wie beim Osurugari. Langes Bein, Zeh nach unten und dann wieder. Ja? Ihr dürft euch gerne mit der Hand, die am Rücken ist, auch abstützen auf den Boden. Ja? Nicht umkippen, nicht über euer Standbein, auf dem wo ihr steht, nicht in diese Richtung kippen. Dann habt ihr es falsch gemacht, dann hättet ihr euch geworfen. Oder hättet die Chance gehabt, euch zu kontern. Also Goschi-Griff. Wenn man runter ist hier lange, müsst ihr ein bisschen das anders machen, dann geht der Ellbogen nicht hier, nicht hier hin. So müsst ihr Ellbogen wie bei eurem Gelb-Weiß-Griff zurückkommen, Goschi, hier unten reinstecken. Andere Achsel. Ja? Hopp. Anreißen rein, 1, 2 und jetzt hier außen hoch. Seht ihr, das war gar nicht so gut. Bin ich über das Standbein darüber abgekippt. Ja, ist nicht so toll. Ich muss meine Schulter hier, wo ein Revers fest ist, muss ich nach vorne bringen. Ja, dann falle ich nicht über die Standbeinseite weg. So, letzter Griff, so dritter Stock hier. Oben. Eindrehen. Ah, hochreißen. Ne? Anderes, eindrehen. Und jetzt hier außen hoch. Und die Schulter, jetzt sei es mal ganz deutlich. Aus dem Griff kann ich es am deutlichsten zeigen. Die Schulter hier müsst ihr jetzt so nach vorne holen. Und gleichzeitig das Bein hinten hochschwingen. Ja? Das sind die Einbeinwürfe. Noch sehr gefährlich, vor allem für die U10er beim Wettkampf. Aber wir wollen ja auch, sind ja auch U12 dabei, deshalb müssen wir ein bisschen was Schwieriges machen für die U12. Einbeinwürfe immer nicht so toll, weil ihr steht nur auf einem Bein. Die müsst ihr richtig gut können. Ja, weil ihr seht schon, wenn ihr auf einem Bein steht, wackelt immer hinterher. Oh, wenn ihr ein bisschen drückt, fallt ihr um. Deshalb, da müsst ihr stark sein. Ihr könnt euch jetzt einen von diesen drei Griffen aussuchen. Entweder Goshi. Hier, Tsurikomi-Goshi, Ellbogen ab hier drunter. Nicht Morotte, dann klappt es nicht so gut mit dem Haraigoshi. Oder Koshi-Kuruma-Griff. Wenn jetzt mein Partner klein ist, ich fasse oben drüber. So. Eindrehen, wie zu Koshi-Kuruma oder wie zu Ogoshi. Und dann das Bein hier außen hochschwingen. Schulter jetzt nach vorne holen. Und dann dürft ihr euch ruhig hier abstützen. Das erlernt die Schulter nach vorne zu holen. Okay, eine Minute. Haraigoshi werfen. Nicht frustriert sein, also nicht böse sein, wenn das nicht hinbekommt. Übt das immer wieder. Ja? Man braucht so, wenn man einen Lieblingswurf gefunden hat, braucht man so circa 3 Jahre gutes Training, bis ihr den beim Wettkampf richtig gut werfen könnt. Ja, also nicht jetzt sagen, oh, ich kann den nicht. Zweimal geworfen, klappt nicht. Ja? Sondern immer weiter probieren, immer weiter probieren. Ja? Anreißen, eindrehen und das Bein außen hoch, dass er nicht an mir vorbeilaufen kann. Ja, das Bein, wie ihr stoppen könnt, das müsst ihr hochschwingen. Das ist auch das Bein, mit dem ihr Osotogari werfen würdet. Zeigst du das Mogoshi-Griff? Ja, das von hinten. Hopp, eindrehen und jetzt hier außen hoch. Gut. So, und jetzt erinnert euch nochmal an die Kombination, die wir letzte Woche gemacht haben. Ich greife Osotogari an. Ich greife wieder oben, weil das für mich besser ist. Der ist ein bisschen kleiner als ich. Können aber auch, wie gesagt, Ogoshi oder den Morotte-Sionage, den zweiten Stockgriff machen mit Tsurikomi-Goshi, wo der Ellbogen in die andere Richtung geht. So, ich springe vorbei. Ich will Osotogari werfen.
Gleichgewicht gebrochen. Jetzt tritt er sich aber auf. Hup, und will mich werfen. Ja? Ich sag's mal so. Ich gehe vorbei, will Ursulgabe werfen. Ich habe ihn schon. Und jetzt macht er aber, nein, ich bin kräftig und habe starke Bauch- und Rückenmuskeln und drückt mich so hoch. Und ich merke, oh, das wird nichts. Ja, das wird gefährlich. Okay, und jetzt springe ich um ihn rum. Auf meinem Standbein. Die Zehen sind ja so. Zu euch hin. Jetzt springe ich mit den Zehen so rüber. Hopp, hopp. Und dann werfe ich ihn Harai Goshi. Ja? Osulgari-Angriff. Ich schaue jetzt hier zum Fenster raus. Seht ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, da ist der Posten, wo die Fenster bei uns im Dojo sind. So. Und jetzt springe ich und ich drehe meinen Oberkörper. Ich merke, oh, der drückt nicht. Ich drehe meinen Oberkörper blitzschnell wie zum Koshi Kuruma jetzt in den Griff. Hopp, hopp. Und schien durch. Und ich gucke so zur anderen Seite auf die Fenster, zu den Fenstern raus. Ja? Sag ich mal so. Ogoshi Griff. Schau das Bild an und dreh Usulu und mach Usulgari aus dem Griff. Der will mich werfen. Jetzt spring auf dem einen Bein. Hopp, hopp, bis ich zu euch im Computer sehe. Und schwing das Bein hoch. Bam, werf Harai Goshi. Ja? Langsam ein bisschen schwierig zu zeigen. Geht schnell am besten. Sag ich nochmal so. Könnt ihr es ruhig nicht mehr üben. Ja, wer schon kann. Usulgari Angriff. Der drückt mich zurück. Ich springe einmal rum. Wenn es geht mit einem Sprung, das ist am besten. Dann ist es am schnellsten. Ha! Und hoch. Und ganz viel Schwung hoch. Seht ihr schon, da muss fast eine Judo-Rolle vorwärts machen schon. In den Karten. Eine Minute diese Kombination werfen. Ich kenne das ja schon ganz viel mit Aktion. Ich mache was, er macht dann was, dann gewinne ich mit einer zweiten Technik. Das machen wir ganz oft. Langsam muss bei der U12 auf jeden Fall mal die Würfel fallen, dass die verstehen, wie es geht. Ich drücke nach hinten, der drückt mich zurück. Ich springe rum, eins, zwei, springe diesmal, bam! Und werfe ihn. Osoko, ich drücke ihn nach hinten. Der drückt mich zurück. Auf 1, 2. Bam. Ich mache immer zwei Sprünge. Ist nicht schlimm, funktioniert auch. Jetzt kann mit einem ist durch viel besser. Osoko. Oh, der drückt mich zurück. 1, 2. Bam. Gut. Sehr schön. Sollen Sie Zeit angucken? Ja, perfekt. So, was haben wir letztes Mal als im Boden gemacht? Willst du noch mal kurz was trinken? Ja? Wer weiß noch, wir haben die Brücke gemacht. Befreiung durch eine Brücke. So, da machst du mal wichtig. Wir haben ja eine kleine Folgung wieder dazu. Dass wir die Beine ganz nah ranziehen. Der ist ja an dem Po. So dass ihr so hoch wie möglich hier kommen könnt, dass das hier wie eine Rutschbahn wird. Der von euch ein bisschen runterrutscht. Und wir dann über die Schulter nach hinten den Karten drehen. Ja? Also Beine anziehen. Hoppe hoch. Und jetzt gehe ich in die andere Richtung. Ich heb den Po, die Schulter, alles weg, wenn ich hier meinen Partner und ich möchte jetzt hier rüber drücken. Ja. Und wieder. Kurz Beine lang, Beine ran, Popo hoch, drehen. Beine lang, Beine ran, Popo hoch, drehen. Beine lang, Beine ran, Popo hoch, drehen. Eine Minute und schön den Popo hoch. Das müsste richtig rutschspannend sein, damit er mit seinem Gewicht weg von eurer Brust kommt. Ja? Wisst ihr, wenn ihr da drauf liegt, könnt ihr euch kaum bewegen und habt keine Luft. Ja? Eine Minute lang machen wir
eine kleine Brücke. Okay? Beine lang, Beine ran, Puppe hoch, drehen. Beine lang, Beine ran, Puppe hoch, drehen. Lang, ran, drehen. Lang, ran, lang, drehen. Halbzeit. War noch nicht ganz. Immer die Ferse ganz nah an den Puppen. So höher könnt ihr da kommen. Ja. Und erinnert euch auch nochmal dran. Eine Befreiung klappt meistens nur dann, wenn der Partner einen kleinen Fehler macht. Ja. Also die beste Befreiung aus einem Heilgriff, die ich jetzt immer so schön formuliere, die ich immer so schön sage, ist es, gar nicht in den Heilgriff zu kommen. Ja, das ist top. Alles andere kostet auch viel Kraft. So, wir haben das aus dem Käsegatame gemacht. Müsst ihr die Puppe Käsegatame hinlegen. So, könnt ihr den Arm und den Kopf nehmen, damit die Stütze weg ist. Ja, der Arm muss weg sein. Wenn der Arm raus wird, der Stütze hat, dann ist es schwierig. Ihr müsst immer dahin kippen, wo keine Stütze ist. Das ist immer wichtig bei der Befreiung, ihm die ganzen Stützen wegzunehmen. Ja? So, zum Arm liegen. Der liegt auf meiner Brust. Ich umarme ihn ganz doll. Beine lang, ich liege zuerst so da. Dann die Beine ran. Puppe hoch. Jetzt seht ihr schon, der kriegt nach vorne. Jetzt ziehe ich ihn rüber auf die andere Seite und halte ihn gleich so fest. Nicht loslassen. Ich halte ihn gleich so. Okay, ist ein Heiligriff. War nicht sauber, aber ist ein Heiligriff. Ja? Zählt immer als Heiligriff. Und denkt immer dran, jetzt würde ich gerne weiß Gott nochmal zur Erinnerung, nach 10 Sekunden bekommt ihr den ersten Punkt, nach 20 Sekunden habt ihr den Kampf gewonnen. Also so könnt ihr dann schon mal 10 Sekunden festhalten, ohne euch groß zu bewegen. Ja. Okay? So, noch einmal. Arme in den Kopf stecken. Umarmen. Beine ran, Puppe hoch, sodass er runterkippt von der Schulter, von der Brust, dass die Brust frei ist. Und dann über die Schulter, wo keine Stütze ist, jetzt bei mir links rüber, da ist bei mir links, da kippe ich ihn hin und halte ihn gleich so fest. Okay, das machen wir 30 Sekunden zu einem. Und dann 30 Sekunden zur anderen Seite. Und dann machen wir für die U12 oder machen wir einen Umdreher für die U12er. Das ist für die U10er ein bisschen schwierig. Da müsst ihr dann gut aufpassen, U10. Also los geht's. Wir starten mit der Befreiung 30 Sekunden in die eine Richtung. Fertig und los geht's. Und stopp. So, und jetzt zur anderen Seite. Wo wir auf die andere Seite legen. Arm und den Kopf. Dann wird es auf der Seite Käsegatame gefasst. Ich umarme ihn richtig. Beine ran. Puppe hoch. Der rutscht von meiner Brust runter. Und über den Kopf. Auf ihre Schulter auf die andere Seite. Und gleich so festhalten. Ja, richtig kuscheln mit dem. Kuscheln ist gerade ein bisschen schwierig. Ja. Aber mit der Puppe dürft ihr kuscheln. Das ist ja eure eigene. Umarmen. Beine ran. Puppe hoch. Und rüber mit die Schulter. Und festhalten. Okay, los geht's. Zeit läuft. Loslegen, loslegen. Thank you.
Ganz ran mit dem Popo. Hoch. Runde rutscht. Gut. So, letzte Woche haben wir noch ein bisschen was dazu gemacht. Wer weiß noch, was wir dazu gemacht haben? Genau, wir haben uns zum Partner noch hingedreht. Ja? Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Ja? Also ihr könnt es auch mal so probieren. So, letzte Woche haben wir noch uns so hingedreht. Und dann so. Dann ist aber so, ist eine Bewegung mehr mit dem Hindrehen. Und dann riecht er vielleicht schon, was er macht. Und macht dann noch Haltegriff. Ja? Also ihr könnt beide Versionen könnt ihr gerne machen. Entweder sofort in die Brücke oder euch erst zum Partner hindrehen. Kann beides funktionieren. Wie gesagt, Befreiung sehr schwierig. Okay, wir kommen zu einem schwierigeren Umdreher. Das ist der meistgemachte Umdreher im Judo. Sankaku. Ja. Sankaku heißt immer zu Dreieck. Ihr bildet mit euren Beinen ein Dreieck und dreht den Partner mit diesem Dreieck um. Ja, was meint ihr jetzt mit Dreieck? Ja? Werdet ihr gleich sehen. Weißt du, wie ich meine? Ich zeige es von der Seite. Der Partner liegt auf dem Bauch. Die Zwölfer müssen das eigentlich blind können schon. Das haben wir schon so oft gemacht. Trotzdem wiederholen wir das nochmal, weil es sehr, sehr wichtig ist. Ja, weil ganz viele Leute diesen Sankaku machen. Da geht mit einem Knie, geht ihr dahin, in diese Kuhle hier, zwischen Kopf und Schulter. Das heißt, hier setze ich dieses Knie hin, ganz nah ran. Dann packe ich seinen Gürtel und hier sein Genick. Mit dem anderen Bein gehe ich hinter den Arm, reiße ihn leicht hoch. Und schiebt die Ferse rein. Ja, so. Ferse und Knie müssen ganz eng zusammen sein. Die können sich zwar nicht berühren, aber die müssen ganz eng zusammen sein. So, jetzt drehe ich mich mal, ich sehe das besser. Dann packt ihr diesen Arm hier. Meistens haben wir die Arme hier unten, ihr packt den Ellbogen. Ja, so ein Ellbogen. Jetzt kippt ihr auf die Seite. Und schließt eure Beine. Vor dem Schließen aber gehe ich hoch und hole mir den zweiten Arm so rüber. Der muss richtig so sein. Da müsst ihr die Augen zuhalten damit. Eigentlich fast. Ja? Jetzt hakt ihr das obere Bein in das untere ein und macht dazu. Und jetzt seht ihr, das hier ist das Dreieck. Da ist das Dreieck. Ja? Und jetzt nicht aufmachen. Ihr müsst hinten zubleiben und dreht euch mit dem Bauch auf den Partner drauf, packt seine Beine und haltet ihn fest. Schön die Antenne hinten hoch machen. Ja, dann seid ihr dicht. Wenn ihr so seid, ist zu locker. Da kann es sein, dass er mit seinem Kopf da rausrutscht und dann kann er sich befreien. Ihr müsst immer die Antenne hoch machen. Noch einmal. Von der anderen Seite. So, Knie ran. Hier in die Kuhle rein. Gürtel packen, Kittel packen, Bein dahinter und hier leicht hochreißen, dass eine Lücke entsteht, dass eure Ferse unten reinkriegt. Ferse und Knie so eng zusammenschieben, wie es geht. Jetzt packt ihr, der Arm ist hier unten, hier den Ellbogen. Und kippt mit dem auf die Seite. So, dann geht ihr hoch, holt diesen Arm, der da drüben liegt. Seht ihr denn hier? Dann müsst ihr ganz rüber holen. So, dass seine Augen zu sind. Und jetzt oberes Bein in die Kniekehle vom unteren. Ja? Ich sage immer, euer Po muss an seinem Ohr sein. Ihr wisst, was da passieren kann. Oh, Entschuldigung. Ja, ihr müsst ihr mit dem Ohr pupsen können. So eng muss das sein. Okay, und dann drauf, Beine packen, festhalten.
Okay. So, das machen wir jetzt 2 Minuten lang. Ich mache das langsam mit. Für die U10er ist das sicher neu. Für die U12er ein alter Hut. Ich zeige es immer von einer anderen Seite, dass ihr verschiedene Ansichten habt. Achtung. Ihr könnt schon anfangen. Es geht los. Legt eure Puppe auf den Bauch. Knie ran. Gürtel packen, hochreißen, Ferse rein. Auf die Seite kippen, Arm packen hier. Dann hole ich mit der anderen Hand den zweiten Arm hier hoch. Nur mit einer Hand. Mit der anderen Hand ich den Arm fest. Ich weiß, sieht sehr kompliziert aus, gell? Trotzdem eine weiß gemacht, dass die Umdreher. Beine zusammen. Beine packen. Auf. Antenne hoch. Von der Seite. Knie ran. Gürtel packen, hochziehen, Ferse rein. Ellbogen packen, umdrehen. Mit der freien Hand den Arm holen. Beine zusammen. Lauf, fester. Da. Knie ran, Ferse rein. Umdrehen. Arm holen. Und jetzt, was ich vorhin nicht gesagt habe, ihr müsst mit eurem Bein da unten bis nach hinten gehen. Dass nur der Kopf aus eurem Oberschenkel geht. Nicht sein Rücken. Sondern nur der Kopf. Rein drüber. Haken. Einhaken. Rausgehen, Antenne hoch. Das untere Bein ein bisschen nach hinten ziehen, dass ein Kopf auf euer Oberschenkel geht. Zack. Kippen. Arm holen. Das ist Bein leicht nach hinten, das habt ihr den gesehen. Zack. Einhaken. Drauf. Festhalten. Dieser Haltegriff ist zwar ein Traumgurt-Haltegriff, aber trotzdem waren es schon ganz viele in der U12, angefangen schon in der U10er. Da finde ich es mal ein bisschen zu früh. Aber in der U12 sollte man den können. Und kennen, damit ihr wisst, was ihr dagegen tun könnt. Okay, San Kaku war das. So, am Schluss unser obligatorischer, unser normaler Bodenkampf mit unserem Partner. Ja? Wisst ihr, was wir nicht gemacht haben? Fallschule. Dann haben wir nächste Woche hier im Dojo machen wir dann Fallschule. Da dürft ihr wieder auf die Judomatten fallen. Braucht keine Matratze mehr auspacken und sowas. Dann dürft ihr auf die Judomatte fallen. Okay? Fallschule schenke ich euch heute. So, packen wir unseren Partner. Und Hasch in den Boden rein, los! Oh, der packt mich schon. Hat mich gedreht. Hat er ohne Gatame hat er hier. Oh Mann, das ist fies. Ah. So, festhalten, festhalten, festhalten. Ich wechsle den Heiligriff. Oh, der dreht sich natürlich im Heiligriff. Fest. Oh, der hat mich im Käse getan. Mal gucken, ob das funktioniert mit der Brücke. Ja, yeah, kann ich. Jetzt lasse ich nicht mal los. Festhalten, festhalten. Ja, gewonnen. Sehr gut. Gut. So, unsere Abschlussübung noch. Sollen wir mal den mit Gürtel machen? Nee, lassen wir. Wir machen ohne Gürtel unsere normalen Übungen. Wir fangen mal mit der Hausecke, mit dem Nora, wie man so schön sagt, im Turnen. Machen die Beine so, dass hier und hier. Jetzt läuft, glaube ich, schon, was ein rechter Winkel ist. Er ist ein rechter Winkel entsteht. Und wir gehen mit dem Oberkörper hier nach vorne. So weit vor wie möglich. Vor. Knie dabei unten halten. Meine Chance ja schon, mit der Brust auf den Boden zu kommen.
das schaffe ich aber leider nicht mehr. Gut. Dann zu den Zehen rüber. Du hast mit derselben Hand. Hinterbein runterdrücken, dann ziehen wir die Ferse hoch. Dann machen wir nochmal für den Bauch und für die Rückmuskulatur in den hinteren Kopf und versuchen dann hier bei den Zehen nach vorne zu kommen. So, nicht so machen. Der Arm muss hinter oder über dem Kopf bleiben und dann rüber. Genau, ihr seht auch schon, wo es lang wird, das hier. Ja. Und andere Seite, das ist dieselbe Hand. Und dann über Kopf. Und dann zum Zeh. Ja, Frank, guck, dass das hier hochgeht. Das muss unten bleiben. Gut. Bleiben sitzen und wir drehen uns nach hinten. So weit wie möglich. Drehen, drehen, drehen. Drehen in die andere Richtung. Drehen, drehen, drehen. Gut. Wir bleiben so mit dem Bein gespreizt und gehen jetzt rückwärts in den Grätstand. Ja? Also wir gehen jetzt rückwärts, machen eine Rückwärtsrolle sozusagen und wir landen dann so auf den Füßen und stehen dann auf. Also hopp, Beinbein breit und stehen. Jetzt ein bisschen breiter werden, aufrecht stehen. Gut, wir gehen uns hin, nehmen unsere Arme, den Kopf, andere Seite, gut. Gefangenübung. Hände und Rücken auf den Bauch legen. Ich zeige es mal vor, falls wir Gäste haben, die es nicht kennen. Also auf den Bauch legen. Ich habe mich alle gefangen und gefesselt. Habe eure Hände auf den Rücken gefesselt. Ihr müsst jetzt ohne Hände aufstehen. Eine Beweglichkeitsübung. Erinnert euch mit dem Gürtel. Ja? So ähnliche Übung mit dem Gürtel. Über den Popo nach unten. Beine durch und mit den Zähnen eure Fesseln aufmachen. Frei seid ihr! Noch lange nicht, weil wir noch Corona haben. Aber nächste Woche Training hier in der Judo-Halle. Lest euch den Newsletter durch oder schaut auf unsere Homepage. Da steht alles drauf, ja, wann wer Training hat, was ihr mitbringen müsst, wie ihr gehen müsst und so weiter und so fort. Ja, da steht alles drauf, müssen ein paar Auflagen erfüllen. Und ich freue mich, euch dann nächste Woche mal richtig wieder hier zu sehen und nicht immer nur in den Bildschirm reinschauen zu müssen. Wobei ich das auch sehr lustig finde und sehr gut. Aber ich freue mich natürlich, euch direkt hier zu sehen. Ob es dann weitergeht noch mit den Livestreams, weiß ich noch nicht. Kommt ein bisschen auf die Zeit drauf an. Was ich dann da mache, muss ich mir noch überlegen. Ansonsten, eine schöne letzte, die schönen letzten Ferientag. Genießt sie noch. Morgen einen schönen Feiertag. Und wir sehen uns nächste Woche live hier. Tschüss, ciao. Bye, bye. Euer Roman.